Wir beschäftigen uns mit Archäologie und krabbeln in Ruinen rum. Unearth ist unser Spiel der Stunde. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier bei uns zu dem Georgs Gateway Games. Und ich habe hier mal was mitgebracht, was Neues mitgebracht. Unearth ist das Spiel von Jason Hahner und Matthew Ramsen. Ja, das ist ein Spiel, wo wir um Ruinen kämpfen. Also, oder kämpfen, ja, würfeln. Wir würfeln und zwar haben wir ein ganz besonderen Würfelsatz, hier seht ihr es da, mit W6er Würfeln, aber auch ein W8er und ein W4er Würfel ist dabei. Ja, 5 Würfel haben wir insgesamt da und müssen die auf Ruinen platzieren. Wir können dann die Ruinen für uns erwerben in einer Set Collection. Das Ganze schauen wir uns jetzt erstmal an in der Regelerklärung. Ja, hier habe ich mal das Spiel für 2 Personen aufgebaut. Hier ist die eine Person, die hat 5 Würfel hier, man sieht es hier. Und die andere Person hat ihre 5 Würfel hier drüben. Wir haben zu Beginn schon mal eine Ruine bekommen, die wir geheim halten vor den anderen. Das ist ja eine Ruine, wo im Wesentlichen hier die Farbe für uns entscheidend ist dabei. Das ist ein Start für eine Set Collection, weil je mehr man von dieser Ruinenfarbe dann hinterher sammelt, desto mehr Punkte gibt es da. Jetzt habe ich hier noch zusätzlich 2 Karten hier bekommen, die ich im vor meinem Zug immer ausspielen kann. Das hier sind die Ruinen, sind immer 5 liegen da. Hier haben wir noch die anderen Ruinen gemischt. Und zum Schluss gibt es eine Sonderruine hier, das seht ihr an der falschen Rückseite dabei. Das ist eine von 7, tun wir dann dorthin. Und von den anderen Ruinenfeldern haben wir 5 Stück in die Schachtel getan, damit die Set Collection auch so ein bisschen schwieriger sind oder schwieriger zu beurteilen sind, was wir denn da noch brauchen. Hier unten liegen dann verschiedene Wunder, die wir auch noch bauen können. Und das sind die wesentlichen Teile, sage ich mal, hier die Ruinen sammeln für die Set Collections, aber dann auch diese Steine bekommen und mit den Steinen schließlich dann Wunder bauen. Das geht jetzt so folgendermaßen. Sobald ich dran bin, kann ich mich entscheiden, hier von vielen verschiedenen hier von diesen Karten hier welche auswählen und die zu nehmen. Du kannst in diesem Zug darfst du deinen Würfelwurf wiederholen, könnte ich zum Beispiel machen, oder du darfst die Ruine nach deinem Würfelwurf auswählen. Ja, ich muss nämlich, normalerweise geht ein Zug so, fangen wir einfach mal ganz normal an. Ich sage, ich möchte auf diese Ruine gehen und nehme diesen Würfel hier und dann würfel ich und bin dran und habe eine 1 darauf gelegt. Habe ich eine 1, 2 oder 3 ausgewählt, dann darf ich mir, weil ich ziemlich klein war, hier so ein Steinchen nehmen. Und den Stein lege ich mir hier vor mir hin, das seht ihr hier vielleicht, und fange dann hier an, verschiedene Wunder zu bauen. Wenn ich einen Kreis aus diesen Hexagons da baue, dann kann ich da rein ein Wunder platzieren, eins, was dazu passt. Aber machen wir erstmal weiter. Ich habe meinen Zug beendet, der andere fängt an und darf auch hier, dürfte auch eine Karte ausspielen und sagen, ja, ich würde gern auch hier mal, wirf einen beliebigen Wurf in einer Ruine neu, könnte ich machen. Du darfst nach einer Ausgrabungsphase einen zweiten Würfelwurf ausführen. Ja, das könnte ich machen, das spiele ich dann jetzt auch gleich mal hier aus. Damit man es aussieht, nach meiner Ausgrabungsphase darf ich einen zweiten Würfelwurf. Das heißt also, ich würfel jetzt und sage, ich nehme den 8-seitigen Würfel und würfel den hier hin auf dieses Feld. So, der ist eine 2. Ich bekomme also diesen Wunderplättchen, was ich habe. Und ich würfel ja noch einen Würfel und ich sage, ich würfel noch einen Würfel hier auf dieses Feld. Und ich nehme diesen Würfel und würfel eine 1. Jetzt kriege ich noch ein Steinchen. Dieses muss ich mir dann aber aus dem Sack blind ziehen. Hier habe ich dafür einen Sack, einen Unearth-Sack. Da steht extra drauf, Unearth dabei. Und da sind verschiedene solche Steinplättchen drin, in verschiedenen Farben. Und ich muss es dann hier anbauen. Und ich darf das dann auch nicht wieder umbauen. Da, ne? Bei 2 ist es noch nicht so gefährlich, aber ansonsten schon.
Jetzt ist wieder der Nächste dran, ich bin wieder dran und ich sage, ich gehe auch mal mit meinem Achterwürfel drauf. Wir haben insgesamt jetzt hier eine 4 da liegen und ich gehe mal mit der 8 hin und würfel eine 5 und lege die 5 dahin. Ich bekomme also kein Bonus-Steinplättchen und bin schon fertig mit meinem Würfelwurf. Und der Nächste ist dran und er sagt, ich möchte auch hier auf diesen Würfelwurf und setze einen W6er ein und... Jetzt würfel ich da eine 1, darf noch ein Steinchen nehmen. Das mache ich auch, muss ich ziehen. Ich will es dir einmal zeigen, wie es geht. Er hat schwarz gezogen und jetzt fangen wir so langsam mal an, Konturen zu sehen. Jetzt bin ich wieder dran, rot ist wieder dran und ich nehme einen Würfel. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel mal sagen, was habe ich hier? Du darfst in einer Ruine nach deinem Würfel auswählen. In einem Zug darfst du deinen Würfelwurf wiederholen. Das würde ich mal einsetzen und sage mal sicherheitshalber die uralte Karte in deinem Würfelwurf, in deinem Zug darf ich den Würfelwurf wiederholen. Ich würfel meinen W6er Würfel dorthin. Das ist eine 3, haben wir dann schon genug. Das wäre genug. 5, 6 plus sind 9. Plus 2, 13, Moment mal, das sind hier 8, 9. Plus 4, das sind 13. Jetzt wird die Ruine aufgelöst. Und jetzt ist es folgendermaßen, dass wir das so gucken, wer hat den höchsten Würfelwurf? Das bin ich. Bei Gleichstand würde dann noch sagen, wer hat den höchsten Würfel? Ja, also ein W8er sticht ein W6er und ein W6er ein W4er Würfel dabei. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn das auch sich nicht auflöst, dann geht es weiter mit dem zweitmeisten Würfel, mit dem zweithöchsten Würfel und so weiter und so fort. Gibt es überhaupt keinen Tiebreak, weil alle das gleiche gewürfelt haben, das kann es natürlich auch sehen, zieht nur jeder eine Erkenntniskarte. Alle kriegen, die da drauf liegen, kriegen irgendeinen Würfel zurück. Ich kriege also diese Würfel zurück, der andere kriegt die anderen Würfel zurück. Ich nehme diese Karte zu meiner Set Collection. Der andere bekommt eine von diesen Expeditionskarten, die einem da einen Vorteil bringen. Die muss ich hier auch mal hinlegen, dass man die einfach nachziehen kann. Und das kriegt der Grüne hier. Ihr könnt es sehen, ich darf es mir nicht angucken. Plus 2 auf einen beliebigen Würfel in einer Ruine. Darf man dann auch mal machen. Das ist natürlich auch cool. Solche Würfel gehen, solche Karten kann man nur einsetzen, wenn der Würfel auch noch 2 Platz hat dafür. Und es wird eine Ruinenkarte dafür nochmal eingesetzt hier. Jetzt geht es weiter. Ihr seht, hier unten ist eine 3 mit Steinen. Dann werden 3 Steine aus dem Beutel gezogen noch. Und das Spiel kann weitergehen. Rot hat das ja alles hier in die Wege geleitet. Und jetzt wäre Gelb dran mit einem Zug. Und Gelb sagt, ich möchte jetzt auch eine Ruine mal bekommen. Ich gucke mal hier, welche Ruinenkarte ich habe. Ich habe nämlich auch grün. Dann gehe ich mal hier hübsch auf die 9er und würfe gleich mal meinen W8er auf die 9er. Würfel da eine wunderbare 3. Jawohl, ich krieg einen von den Kärtchen hier. Hier kann man dann auch mal sehen, was ich hier alles brauche, um ein Wunder zu bauen. Ja, wenn ich ein Wunder habe, gibt es immer 6 Steine, die außen drum liegen für dieses Wunder. Und diese 6 Steine, wenn die nach diesem Muster sind, kann ich mir eins dieser Wunder hier aussuchen. Das sind spezielle Wunder. Es gibt immer 2 plus Anzahl der Spieler an speziellen Wundern und zusätzlich noch alle großen und kleinen Wunder, die einfach nur 6 bis 8 Punkte oder 2 bis 4 Punkte haben, die man hinterher natürlich zum Schluss bekommen möchte. Mit dieser 3 bekommen wir also noch ein kurzes Steinchen. Dann tun wir mal dieses Steinchen dahin. So, der Nächste ist dran. Und jetzt kommt hier die nächste Ruine. Das Spiel geht so lange weiter, bis wir dann natürlich irgendwann, das zeige ich jetzt auch nochmal, hier kommen nochmal 3 Steinchen hier drauf. Und
würfel eine nette 2. Jetzt kriege ich erstmal dieses Teil hierher. Und jetzt habe ich hier ein so ein Wunderplättchen vollgebaut. Und jetzt gucken wir uns an mal hier. Das ist Bedienung Schwarz-Rot-Dings. Den könnte ich nehmen. Und da hieß es dann in der Schusswertung plus 1 für jeden verschiedene Farben deiner Ruinen. Das ist natürlich auch toll. Das kann ich hier einsetzen. Und zusätzlich hat das noch, gibt das noch Fragezeichen Punkte steht da hinten drauf. Das ist hier plus ein Punkt für alle unterschiedlichen Farben meiner Ruinen. Ich könnte mir auch irgendwas anders hier, das ist das große Wunder, während alle Farben, alle Dinger sind gleich. Oder hier, das sind hier, alle können irgendwie unterschiedlich sein. Das könnte ich, die kann ich mir natürlich immer aussuchen, da gibt es auch beliebig viele davon. Aber hier von den vier, mit den vier schwarzen, da gibt es natürlich auch nur eins. Das wäre natürlich hier für mich gut geeignet. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier mit 5, 2, 7 plus nochmal 7 schon was gerissen haben. Haben wir nicht. 7 plus 7 sind 14. Jetzt ist Rot wieder dran. Rot darf sich jetzt, weil es kein Würfel mehr da ist, einen Würfel von einer Ruine nehmen, nimmt die 3 und sagt, ich würfel dafür. Und würfelt eine 4. Das ist dann eine 6, 4, 4. Das sind 14, 16, 17. Das ist genug und wir bekommen dieses schöne Teil geliefert und der andere bekommt keine Kundlingskarte. Hier für diesen Fall. Dieses Teil wird uns zugesprochen. Das nächste Teil kommt dorthin. Und so weiter und so weiter. Ihr seht, wie das hier funktioniert. Auch hier mit den Wundern. Das muss man sich allerdings genau angucken. Diese Wunder kommen quasi zufällig ins Spiel. Da gibt es noch einige andere. Und zum Schluss kommt als letzte Ruine, wird dann um das hier gekämpft zum Beispiel. Bis zum Spielende plus 1 auf alle jetzt geworfenen Würfel. Das heißt hier, das ist das Fest der Erneuerung. Das wird dann hier eingeholt. Das ist keine Ruine dann, aber alle Ruinen müssen dann quasi abgeräumt werden. Und danach gibt es eine Schlusswertung. Die Schlusswertung steht hier drauf. Dabei, da gibt es die Punkte für die Ruinensets. Wenn man nur eine Ruine von einer Farbe hat, dann kriegt man 2 Punkte. Bei 2 6 Punkten. Hat man aber 4 oder 5 hier schon, gibt es 20 oder sogar 30 Punkte. Habe ich aber ein Set von 5 Punkten, von 5 verschiedenen, bekomme ich 5 Punkte. Und pro 3 Wunder kriege ich auch nochmal 5 Punkte, die ich dann gebaut habe. Plus 5 Punkte erneuerter Wunder. Plus die Punkte, die erneuerten Wunder, diese hier, die Teile noch dann, die dann da einfach noch dabei sind. So einfach sind die Regeln, so einfach ist das Spiel. Das kann man wirklich schön runterspielen und sich zum Schluss freuen dabei. Ja, zum Fazit. Unearth ist ein Spiel für Kinder ab 8 Jahren auch geeignet. Insofern ist es natürlich auch ein Familienspiel. Es ist aber von der Komplexität schon ein bisschen höher, durch diese Set Collections, was man da alles so beachten kann. Wo gehe ich jetzt auf Steine, gehe ich jetzt auf diese Wunder, liegen vielleicht keine passenden Wunder, dann nehme ich vielleicht die niedrigeren Würfel, gucke aber, dass die anderen nicht durch meinen Wurf unbedingt eine Ruine bekommen und so weiter und so fort. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, da kann man ein bisschen taktisch schon Feinheiten natürlich rausholen und so weiter. Wenn die Wunder dann natürlich, jedes einzelne Wunder hat auch eine spezielle Fähigkeit da, gerade diese besonderen Wunder, wenn man die den anderen wegschnappen kann, kann das doch auch noch einen Vorteil geben dabei. Ja, insgesamt ein schönes Spiel dabei. Die Anleitung, sage ich mal, nach der Anleitung würde ich mal quasi den Aufbau machen. Das ist auch gut so, das ist auch gut beschrieben da drin und da muss man auch immer ein bisschen genauer hingucken. Dann natürlich der eine oder andere vergisst einmal diese 5 Ruinkarten am Anfang wegzulegen und dann kommt ein spezielles Ende, das es dem Gewinner dann erlaubt, eine Ruinkarte auszusuchen dann aus diesen 5 Karten und man weiß nicht mehr, wo die sind, beziehungsweise dass sie nicht da sind. Also sie sind zwar in der Schachtel, aber sie sind nicht unbedingt aus dem Spiel, je nachdem, welches Ende dann tatsächlich eingeläutet wird. Das ist dann natürlich auch immer ein bisschen spannend. Was habe ich für Wunder dazu, spezielle Wunder, und was habe ich für ein Spielende-Bedienung dann zum Schluss hinterher? Das ist immer ein bisschen tricky und macht das Spiel auch wieder spannend.
Anders, ein wirklich sehenswertes Spiel. Ich spiele es ganz gerne, auch habe ich auch schon in der Familie gespielt. Haben wir auch schon weiter verschenkt hier. Also Anders ist schon auch ein Begleiter, wenn auch natürlich, wir haben einige Spiele mittlerweile, das nicht so häufig auf den Tisch kommt, wie es eigentlich kommen sollte. Ein bisschen ist es vom Setting her, sage ich mal, die Grafik hier, das ist so ein bisschen dunkles Thema. Ja, ich bin quasi in einer zukünftigen Welt, wo ich Ruinen von untergegangenen Völkern nachspüre. Ja, es ist schon ein bisschen nicht unbedingt ein familientaugliches Thema, aber dem einen oder anderen macht das wirklich Spaß. Es ist ein bisschen, hat ein bisschen strategische Komponenten, aber man kann es schnell kapieren, auch als Achtjähriger, und das auch damit spielen. Ja, dann kommen wir zu diesem Ende dieses Gateway Games. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, was haltet ihr von Unearth, wie seht ihr das? Da habe ich ja immer ganz gerne mal wieder Kommentare, die dann sagen, du, das war jetzt aber kein Familienspiel oder so. Sagt ruhig eure Meinung dazu, ich höre mir das gerne an dabei, wobei ich das schon auch gerne in der Familie spiele. Aber nichtsdestotrotz, jeder hat seine eigene Meinung und die dürft ihr unten in die Kommentare schreiben. Dann noch etwas in eigener Sache, ihr dürft natürlich auch unsere Abonnenten erweitern oder Werbung machen, wie auch immer, für uns, für unseren Kanal. Kein Problem haben wir damit, wenn wir immer wieder mehr Abonnenten bekommen und mehr Daumen nach oben oder mehr Kommentare. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein frohes Spielen. Bis dann. Tschüss.